Willkommen zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Dabei geht es heute um den Gini-Koeffizienten und die Lorenz-Kurve. Zuvor würden wir euch aber wie immer bitten, ein Like da zu lassen und den Abo-Button zu drücken. Außerdem hilft ein Abo uns, unseren Kanal ständig weiter zu verbessern. Dementsprechend lasst ein bisschen Liebe da und abonniert unseren Kanal. Jetzt will ich aber sagen, starten wir direkt in das Video. Die Lorenz-Kurve beschreibt die ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen. Dabei trägt man auf die X-Achse die Gesamtbevölkerung, anteilig nach Quintilen oder Dezilen gestaffelt, auf. In den nächsten Schritt wird nun der jeweilige Anteil der Gruppe am Volkseinkommen eingetragen. Um einen verlässlichen Wert einzubinden, wird eine konstante Gerade im 45-Grad-Winkel eingezeichnet, welche die absolute gleiche Verteilung aufzeigt. Mithilfe der Lorenz-Kurve lassen sich dann Aussagen über die Bevölkerung und ihrer Vermögens- bzw. Einkommensverteilung treffen. In der Abbildung finden wir eine fiktive Lorenz-Kurve, die beispielhaft aufzeigt, wie eine solche Kurve gestaltet werden könnte. Hier ist ersichtlich, dass ein Großteil des Einkommens bzw. des Vermögens in der Hand des fünften Quintils ist. Hingegen die unteren 25% besitzen deutlich weniger, als ihnen in einem absolut gleich verteilten Verhältnis zustünde. Kurzer Zwischenstopp. Einmal ausatmen und schnell unseren YouTube-Kanal abonnieren. Folgt außerdem gerne unserer Instagram-Seite Selbstorientiert. Dort findet ihr witzige und interessante Videos und Bilder. Die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und weiter geht es mit dem Gini-Koeffizienten. Mit dem Gini-Koeffizienten lassen sich Aussagen über die Konzentration von Vermögen innerhalb einer Gesellschaft treffen. Dabei werden zur Berechnung die Fläche zwischen Lorenz-Kurve und tatsächliche Einkommensverteilung, Konzentrationsfläche, durch die Fläche unterhalb der Diagonalen der Lorenz-Kurve, maximale Konzentrationsfläche, geteilt. Je näher man sich dem Wert der 0 annähert, je gleicher ist das Einkommen verteilt. Je näher man sich dem Wert der 1 annähert, desto ungleicher ist das Einkommen in einem Land verteilt. Es gilt also, Konzentrationsfläche durch maximale Konzentrationsfläche ergibt den Gini-Koeffizienten. Damit haben wir uns nun umfassend mit dem Gini-Koeffizienten und der Lorenz-Kurve befasst. Habt ihr noch Fragen zum Gini-Koeffizienten oder eventuell sogar zur Lorenz-Kurve? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würden wir uns wie immer sehr über ein Abonnement freuen. Jetzt könnt ihr hier einfach an dem Video dranbleiben und erfahrt noch weitere interessante Sachen. Ansonsten lasst euch vom Lernen nicht unterkriegen und bleibt am Ball. Ciao! Willkommen zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Dabei geht es heute um das Äquivalenzeinkommen. Zuvor würden wir euch aber wie immer bitten, ein Like dazulassen und den Abo-Button zu drücken. Außerdem hilft ein Abo uns, unseren Kanal ständig weiter zu verbessern und ist dementsprechend super wichtig für unsere Kanalentwicklung. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt in das Video. Unter dem Äquivalenzeinkommen oder auch dem bedarfsgewichteten Einkommen versteht man die Einkommensverteilung innerhalb einer Gesellschaft. Dabei wird das Einkommen eines Haushalts auf die jeweiligen Mitglieder umverteilt. Um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu erreichen, wird jedes Haushaltsmitglied mit dessen Alter erfasst. Dabei hat die OECD, also die Organisation for Economic Cooperation and Development oder auch Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, eine einheitliche Skala aufgestellt. Der Skala in der Abbildung ist zu entnehmen, dass ein erstes Haushaltsmitglied oder der jeweilige Haupteinkommensbezieher mit dem Berechnungsfaktor 1 einbezogen wird. Weitere Erwachsene eines Haushalts werden dann mit dem Faktor 0,5 einbezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für Kinder ab 14 Jahren, da diese durchschnittlich bereits erwerbsfähig sind. Kleinere Kinder bis 13 Jahren werden hingegen mit dem Faktor 0,3 einbezogen. Um die gesamte Gesellschaft treffend zu beurteilen, unterteilt man eine Gesellschaft dann in Quintile oder Dezile, also in Gruppen von jeweils anteilig 10% oder 20%. Dadurch kann man eine Aussage darüber treffen, wie gut es einer Gesellschaft geht und welchem Teil einer Gesellschaft es besonders schlecht geht oder besonders gut geht. Kurzer Zwischenstopp. Einmal ausatmen und schnell unseren YouTube-Kanal abonnieren. Folgt außerdem gerne unserer Instagram-Seite Selbstorientiert. Dort findet ihr täglich neue Bilder, die euch hoffentlich zum Lachen bringen und interessante Fakten hervorbringen. Ansonsten findet ihr die Links wie immer in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, weiter geht's mit dem Video. Nun kommen wir nämlich zu einem Beispiel, womit wir das Netto-Äquivalenzeinkommen nochmal ein bisschen besser erklären wollen. Stellen wir uns eine Bevölkerung von 100 Menschen vor. Diese haben ein Netto-Äquivalenzeinkommen von 2.500 Euro. Dabei verdienen aber 10 Menschen 8.000 Euro und die 20 ärmsten Bürger verdienen nur 1.000 Euro. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hingegen verdient ungefähr 2.143 Euro. Wir haben die Zahlen gerundet, um eine bessere Übersicht zu schaffen. Außerdem ist dieses Beispiel natürlich rein fiktiv und dient zur Verdeutlichung der
Bedeutung eines Dezils. Wie man anhand des Diagramms nun sehen kann, zeigt erst die Unterteilung in Quartile, dass 90% der Gesellschaft in diesem fiktiven Beispiel weniger als das Netto-Äquivalenzeinkommen zur Verfügung haben. Dabei sind sogar die untersten 20% von einem Einkommen mit 1000 Euro betroffen. Lediglich die obersten 10% in unserem Beispiel haben ein überdurchschnittliches Gehalt. Dies zeigt, dass nicht nur das Äquivalenzeinkommen relevant sein kann, sondern auch die Unterteilung in Dezile oder Quintile. Dadurch können wir eine präzisere Aussage über die tatsächliche Beschaffenheit der Gesellschaft treffen. Damit haben wir nun das Äquivalenzeinkommen umfassend erklärt. Habt ihr noch Fragen zu einem der im Video angesprochenen Themen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würden wir uns wie immer sehr über ein Abonnement freuen. Hier geht es jetzt noch zu weiteren Videos. Ansonsten bleibt einfach an dem Video dran. Es gibt sicherlich noch weitere interessante Fakten, die ihr jetzt in diesem Video lernen könnt. Lasst euch vom Lernen nicht unterkriegen und bleibt am Ball. Ciao. Willkommen zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Dabei geht es heute um Mangelzustände bzw. Deprivationen. Zuvor würden wir euch aber wie immer bitten, ein Like da zu lassen und den Abo-Button zu drücken. Außerdem hilft ein Abo, uns unseren Kanal ständig weiter zu verbessern. Jetzt will ich aber sagen, starten wir direkt in das Video. Unter dem Begriff der Deprivation versteht man gemeinhin Mangelzustände, die in einzelnen Lebensbereichen entstehen können. Insgesamt fasst man grob drei Teilbereiche auf, die die unterschiedlichen Bedürfnisse einbeziehen. Die Deprivationen ergänzen sich dabei den Armutsbegriff und konzentrieren sich darauf, auch einzelne Mängel innerhalb einer Gesellschaft festzustellen und aufzuzeigen. Der erste denkbare Mangel lässt sich im Teilbereich des Wohnens finden. Hier kann es zum Beispiel einen bewohnbaren Raum für den Bürger fehlen. Dies kann zum einen durch generellen Mangel an Wohnflächen bedingt sein, zum anderen aber auch durch die fehlende Grundausstattung in den jeweiligen Wohnungen bzw. Immobilien. Während in Deutschland es kaum zu einem Mangel an Elektrizität oder sauberem Grundwasser kommt, so ist es durchaus denkbar, dass insbesondere in Großstädten keine Flächen für Wohnungen zu finden sind. Der zweite Bereich findet dann im täglichen Leben statt. Hierbei geht es um den Mangel an Konsumgütern bzw. an den fehlenden Möglichkeiten, diese zu reparieren. Dabei können ganz unterschiedliche Notwendigkeiten fehlen, ob Toilettenpapier oder Waschmaschine. Alles wird in diesem Mangelzustand einbezogen und ständig neu evaluiert. Der letzte Mangelzustand findet dann in einer weitaus wirtschaftlicheren Form statt. So kann es kritikwürdig sein, dass es keine ausreichenden Rücklagen gibt. Sofern also keine Möglichkeit besteht, Vermögen aus seinem Einkommen aufzubauen, gilt dieser Zustand als mangelhaft. Beispielsweise muss es laut der Definition möglich sein, in Aktien oder andere Sparprodukte zu investieren. Das soll es jetzt aber von diesem kurzen Video gewesen sein. Damit haben wir euch jetzt kurz die Deprivation, also die Mangelzustände, erklärt. Habt ihr noch Fragen zu den Dimensionen bzw. ihren einzelnen Mangelzuständen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würden wir uns wie immer sehr über ein Abonnement freuen. Jetzt könnt ihr hier aber gerne noch eine der weiteren Videos gucken. Bleibt dafür einfach an dem Video dran. Lasst euch vom Lernen nicht unterkriegen und bleibt am Ball. Ciao. Willkommen zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Dabei geht es heute um die verschiedenen Indikatoren des materiellen Wohlstands. Zuvor würden wir euch aber wie immer bitten, ein Like da zu lassen und den Abo-Button zu drücken. Außerdem hilft uns ein Abo, unseren Kanal weiter zu verbessern. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt in das Video. Unter materiellen Wohlstand versteht man zunächst einmal allgemein alle Güter und Besitztümer, die ein Mensch hat und die materiell zu erfassen sind. Immaterielle Güter wie Gedankengut oder Bildungsabschlüsse sind dabei nicht relevant. Wie bereits bei den Dimensionen der sozialen Ungleichheit erklärt, gibt es drei verschiedene Indikatoren bei der Ermittlung des materiellen Wohlstands. Diese wollen wir uns im Folgenden genauer angucken. Der erste Indikator des Vermögens ist gleichzeitig auch der, mit welcher am schwierigsten zu messen ist, wie sich das Vermögen gestaltet. Für die Erfassung eines exakten Vermögenswertes werden meist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen verwendet und darüber hinaus das Durchschnittsvermögen innerhalb einer Gesellschaft betrachtet. Dabei hat das Vermögen verschiedene Funktionen, wenn man den Aspekt der sozialen Ungleichheit betrachtet. Zunächst schützt Vermögen häufig vor eventuellen Notsituationen, sodass Menschen mit einer Stellung innerhalb einer Gesellschaft sich verbessern können. So ist der Besitz von sogenannten Produktivvermögen, also Vermögen, welches in Verbindung mit der Produktion von Wirtschaftsgütern steht, meist ein Garant für wirtschaftliche und gesellschaftliche Macht. Des Weiteren können Immobilien, also Sachvermögen, als Eigenbedarf genutzt werden und ermöglichen so den Wegfall von monatlichen oder jährlichen Kosten.
Gleichzeitig kann diese Art von Vermögen aber auch eine Einkommensfunktion erfüllen und dementsprechend einen monatlichen Geldfluss ermöglichen. Nachdem wir den ersten Indikator erklärt haben, geht es direkt zum zweiten Indikator, der durchaus komplexer sein kann. Der zweite Indikator beschäftigt sich nämlich genau mit diesem Teilbereich des Einkommens. Dabei rechnet man für die Ermittlung des Einkommens verschiedene Einkommensquellen zusammen. Einerseits soll das Einkommen aus der Erwerbsarbeit mit einbezogen werden. Das heißt unter anderem die monatlichen Bezüge aus seinem Job oder seiner anderen Betätigung. Andererseits werden hier auch passive Geldströme einberechnet. So kann man mit diesen bereits zuvor dargestellten auch Geld aus der Vermietung von Wohnungen und Häusern erzielen oder aber auch durch den Staat Zuschüsse bekommen. Diese Zuschüsse können beispielsweise Kindergeld oder Wohngeld sein. Nachdem hier die Steuern abgezogen werden, ergibt sich nun ein finales Haushaltsnettoeinkommen. Dieses beinhaltet nun alle verfügbaren Geldmittel in einem Monat oder einem Jahr. Um eine internationale Vergleichbarkeit zu schaffen, berechnet man ein jährliches Pro-Kopf-Einkommen. Dieses ergibt sich aus der Division von dem BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt, durch die Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes. Um dieses Einkommen aber tatsächlich vergleichbar zu machen, muss man dann das Äquivalenzeinkommen berechnen. Diese wichtigen Mittel zur Messung des Einkommens erklären wir dir in einem anderen Video, was in der Videobeschreibung natürlich verlinkt ist. Ansonsten sollen wir mal eine kurze Pause von dem ganzen Lernen machen, oder? Folgt uns gerne auf Instagram. Dort findet ihr jeden Tag neue und lustige Bilder mit interessanten Fakten und Wahrheiten. Ansonsten abonniert unseren Kanal Selbstorientiert für mehr Videos. Kommen wir nun aber zum letzten Indikator des materiellen Wohlstands. Als finaler Indikator kann die Armut herangezogen werden. Dabei kann man grundsätzlich in zwei Teilbereiche der Armut unterscheiden. Einerseits gibt es die absolute Armut. Diese zeigt auf, dass man unter das psychische und physische Überleben kämpfen muss. Außerdem lebt man in der absoluten Armut, wenn man unter 2 US-Dollar am Tag zur Verfügung hat. Die relative Armut hingegen ist, vor allen Dingen für Industrienationen, weitaus relevanter. So definiert sich dieser Armutsbegriff über die fehlende Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben. Dies unterscheidet sich von Nation zu Nation und beinhaltet zum Beispiel die Möglichkeit, sich weiterzubilden, kulturelle Einrichtungen zu besuchen oder aber auch gesellschaftlich relevante Güter zu besitzen. Gleichzeitig gibt es allerdings verschiedene Mangelzustände, die über die Definition der Armutsbegriffe hinausgehen. Das haben wir für euch in einem weiteren Video erklärt. Guckt dazu einfach in die Videobeschreibung. Damit haben wir nun alle drei Indikatoren des materiellen Wohlstands analysiert. Habt ihr noch Fragen zu der Dimension oder ihrer Indikatoren? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würden wir uns wie immer sehr über ein Abonnement freuen. Jetzt könnt ihr euch noch eine der Dimensionen genauer anschauen. Oder ihr bleibt einfach an diesem Video dran. Lasst euch vom Lernen nicht unterkriegen und bleibt dabei. Ciao.